Im Kanton Uri wurde eine weitere Petition gegen die Marina-Pläne des ägyptischen Investors Sami Saviris eingereicht. 6.450 Personen unterzeichneten die Petition, der ohne sie gehört uns. Saviris möchte in Isleten eine Marina, einen Bootshafen mit Hotel und Ferienwohnungen bauen. Audio aus dem Archiv, Idee zum Projekt in Isleten kommt unterschiedlich gut an 2:24 min aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 7.04.2022 abspielen. Laufzeit 2:24. Das Führer Komitee fordere mit der Petition, dass die Landschaft rund um den Urnersee erhalten bleibe und die Pläne von Sami Saviris nie umgesetzt würden, teilte es mit. Der Sitzegang müsse für alle gewährt bleiben. Tourismusprojekte dürften zudem nicht die Immobilienpreise im Urnerland anheizen. Ursprünglich schwebte Saviris die Idee von zwei Marinas am Urnersee vor, eine in Flüeren, eine zweite in Isleten. Die Hafenpläne in Flüeren wurden jedoch nach heftigem Widerstand vorzeitig versenkt. Über seine Vorstellungen in Isleten informierte Saviris Anfang April die lokale Bevölkerung. Legende: Das Gelände in Isleten ist bereits im Besitz von Sami Saviris. Seine Pläne mit dem Landabschnitt finden jedoch nicht alle in Uri gut. Keystone: Komitee gegen blinde Euphorie. Trotz Erfolg in Flüeren werde das Komitee die gesammelten Unterschriften nun einreichen, heißt es weiter. Und zwar gleich fünfmal, bei den Gemeinden Flüeren, Seedorf und Isenthal sowie beim Urner Regierungsrat und beim engeren Rat der Korporation. Die Petitionäre fordern die Behörden auf, sorgsam mit den in Uri knappen Bodenressourcen umzugehen und den Ideen von Sami Saviris nicht mit blinder Euphorie zu verfallen. Sie würden das nun lancierte Projekt in Isleten weiterhin sehr kritisch verfolgen. Ende März hatte bereits die Kantonalpartei der Urner Grünen eine von 3.700 Personen unterzeichnete Petition gegen die Hafenpläne eingereicht.